Hallo meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen hier zurück zu Krass, Krass und Fahrt. Folge 27, krasse Affäre. Ich denke, wir wissen, wer damit gemeint ist. Georg, jawohl. Und ich würde sagen, wir starten rein. 14 Minuten, ich glaube, das ist die letzte Folge, oder? Das ist auch jetzt im Übrigen die letzte Folge, die ich auf YouTube schaue. Danach schaue ich die letzten 3 Folgen auf Join. Also Join verlinke ich auch von Anfang an unten in der Beschreibung mit. Also nicht wundern. So. Ja. Alles klar. Dann habe ich eben alleine Spaß. Ciao. Oh lol. Habt ihr das gerade gesehen? Klar. Dann warte. Habe ich eben alleine Spaß. Bei ihr. Aha. Erwischt, Kameraleute. Ciao. Boah, ich hoffe, ich hab, glaube ich, in der ersten Staffel, da habe ich sehr, sehr viel so darauf geachtet, ob man die Kameraleute sieht, das weiß ich noch. Das war bislang aber das Einzige so. Okay. Wow. Warum bist du reingekommen? Was? Oh mein Gott. Ey, ist das ein Dickpick von Zeus? Und unbeschnitten? Oh, jetzt muss ich. Soll ich nicht mal sagen, was das soll? Was? Was postest du denn so ein Bild in die Klassengruppe? Bist du ja völlig verrückt geworden, oder was? Das ist doch nicht so schlimm. Ist doch echt. Nicht so schlimm, das ist mir vielleicht mega peinlich. Was geht denn die das an? Ich verstehe nicht, warum mir das peinlich ist. Ey, Leila, was ist denn los mit dir? Was denn? Ich hab echt keinen Bock mehr. Ja. Wie, du hast keinen Bock? Ja, ich hab da keinen Bock mehr. Du kannst doch nicht so ein Bild posten. Wie, du hast keinen Bock? So eine Scheiße, echt. Zeus, tut mir leid. Ja, Ken, du hier, mach dein Ding. Jetzt geh doch nicht mehr. Warum gehst du? Ich verstehe dich jetzt nicht. Du kannst mich mal, wirklich. Wie, jetzt hör doch, es tut mir leid. Mich mal. Ja, Mädel. Irgendwas stimmt mit Leila nicht. Und zwar ganz gewaltig. Ich meine, sowas ist doch nicht lustig oder so. Das ist auch nicht. Vielleicht bin ich ab jetzt ja ein Beziehungstherapeut, der selbst Single ist. Ganz ehrlich, es war ein guter Test, um herauszufinden, ob mein Freund langweilig ist. Und ihr hattet recht, er ist mega langweilig. Was soll ich als nächstes tun? Hast du nicht gelernt, Mädel? Morgen, Stanley. Weißt du, seitdem ich NoFapper bin, fühle ich mich irgendwie viel energetischer. Lol, ich wollte gerade sagen. Ich will jetzt putzen gehen. Was machst du? Was? Ich stehe jetzt erstmal auf und chill noch im Bett. Okay. Okay. Viel Spaß. Tja, auch. Okay. War der die jetzt her? Hat er die geklaut bei Frau Sommer? Das sind doch Drogen, oder nicht? Also ich bin doch jetzt nicht blöd, oder? Hallo! Stanley, komm her! Komm, wir gehen baden! Nackt baden im Pool! What the fuck? What the fuck? Ja, Ich hab meinen Putzlappen vergessen. Hey, Pimli.
Ja. Alles gut. Geht's dir gut? Silvester, ey. Oh, ja, ja, das bin ich. Okay, ja. Ja. Hattest du einen schönen Traum mit Georg? Frau Sommer, was war das da gestern schon wieder? Sie meinen das mit Georg? War das jetzt dieses Mal wirklich kein Traum? Nein. Ich war auch nicht besser mit Stanley. Oh. Was ist denn los mit uns? Ich meine, es ist Urlaub eigentlich. Aber wir sind ja auch Lehrerin. Aber naja. Naja. Also. Was ist passiert? Ja, es darf halt nur nicht rauskommen, ne? Ich meine, wir sind Lehrerinnen. Ja. Ich meine, sie ist noch Referendarin, aber Lehrerin. Naja, angehende, ne? Also das muss auf jeden Fall unter uns bleiben. Auf jeden Fall, was also, in Frankreich bleibt. Das Meist muss in Frankreich bleiben. Genau. Und, wissen Sie, irgendwie ist es ja so, ich meine, Paris, Stadt der Liebe, aber ich finde so Frankreich, Land der Liebe, kann man schon sagen. Von ja. daher, ja. Nicht schlecht, daran werden wir uns doch in Jahren dran erinnern. Ist Frau Sommer, so. Das schwöre ich Ihnen. Genau. Das bleibt unter uns, okay? Auf jeden Fall. Okay. Ja. Manometer. Dieser Georg. Ja. Und die beiden ja, jetzt. Ja, ja, ja. Junge. Naja, aber ich finde auf jeden Fall, dass sich deine neue Art wesentlich empathischer wirken lässt. Ja? Bei allen Menschen kommt gut an. Das richtig ist gut. Geil, freut effizient. Mich, geil. Hast du Lust, einer typischen gesellschaftlichen Konvention nachzugehen? Im Pool schwimmen? Mach dir da. Ist gut. Du willst im Pool? Ja. Gerne, wieso nicht? Alles ja, wir ja, beide. Ja, geil. Ah, er sagt jetzt wieder nein. Wetten? Bibli, moin. Hi. Ja, wir wollen gerade im Pool, willst du mitkommen? Nein! Ja, apropos. Ah. Ich habe hier ein paar Rhino-Steel-Töllen. Extrem effizient. Halten extrem lang. Boah, jeder Schaden. Schau mal hier. Schwarz. Wir haben rosa. Alter, mach dieses wunderbare Modell. Weißt du was, ich gebe dir einfach mal alle drei mit. Kannst du mal austesten. Wirklich? Und sagst mir, welche du behalten willst. Denn Intelligenz ist die Fähigkeit... Habt ihr auch gerade was gehört? Hat irgendwas fallen gehört? Sich eine Rhino-Shield-Hülle zu besorgen. Bekanntes Zitat. Hey, was macht ihr gerade so? Reden? Können wir kurz reden, bitte? Okay, du willst mit mir eine Konversation halten. In Dialogform. Gerne. Warum wollen alle mit mir in den Pool neuerdings? Früher hat mich das keiner gefragt und jetzt auf einmal? Ich meine, als ich in Amerika war. Wenn ich mich da umgezogen habe, dann wurde ich von meinen Mitschülern ausgelacht. Und ich habe Fernando ein Bild von meinem Oberkörper geschickt, weil er danach gefragt hat. Aber dann hat er nicht mal geantwortet. Also, was soll ich denn da denken? Da kann ich mich doch nur schämen. Deswegen im Intro das Bild mit dem Oberkörper frei und ihr dann so guckt. Macht Sinn. Wir müssen über unsere Probleme reden. Das steht in jedem Beziehungsratgeber. Nein, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich meine... Du meinst es ja nur gut als Vater und es tut mir wirklich leid, dass ich dich so angezickt habe. So eine Schwangerschaft ist für jeden kompliziert. Es bedeutet viel Umstellung und Rücksicht für Mutter und Vater. Aber ich finde muss aufpassen, wie ich dich eingrenze. Ich meine, das sind vor allem für dich schwere 9 Monate. Ja. Tut mir leid. Mir auch. Um was wollen wir aber wetten? Ich weiß jetzt nicht, wie die Kommentare in dieser Folge sind, aber um was wollen wir wetten? Dass so in den Kommentaren steht, ist Denise jetzt wirklich schwanger oder ist es jetzt doch nur Julien? Also, ich kenn die Gedanken einfach so von Leuten und ich wette, irgendjemand hat es. Safe mindestens einer. Ich hab da vielleicht eine kleine Überraschung für dich, okay?
Wollen wir uns gleich im Wohnzimmer treffen? Okay. Dann geh schon mal weg. Dann geh schon mal weg. Geh schon mal weg hier. Oh, jetzt kommt Anastasia. Oh, oh. Oh, oh. Herr Ostermann. Anastasia, könnte ich eventuell kurz mit Ihnen sprechen? Ja, klar. Sie hatten ja mal gesagt, oh. Sie sind vertrauenswürdig. Ja, stimmt, ja. Also, es ist, Sie wissen ja, okay. Dass ich nicht schwimmen kann. Ja. Und ich fühle mich seitdem einfach so komisch, einfach so unsportlich. Komisch. Aber Anastasia, also ich muss erstmal von meiner Seite sagen, es tut mir unglaublich leid, dass ich dich da gestern am Pool so angefahren habe und dich habe sitzen lassen. Und also ich merke ja, dass dich das komplett bedrückt und es war eine blöde Reaktion von mir. Und gerade als Vertrauenslehrerin muss ich natürlich komplett dahinter sein und wissen, wie es meinen Schülern geht und mich um meine Schüler kümmern. Und deshalb, wie gesagt, es tut mir unglaublich leid, dass ich gestern da so ausgeflippt bin. Ich habe... Keine Ahnung, ich habe wieder die Kontrolle verloren. Das tut mir wirklich leid. Aber ich bin wirklich da für dich als Vertrauenslehrerin und dich kann und... Hört mal im Hintergrund vom Video, okay? Deshalb, wie gesagt, es tut mir unglaublich leid, dass ich gestern da so ausgeflippt bin. Ich habe... Keine Ahnung, ich habe wieder die Kontrolle verloren. Das tut mir wirklich leid. Aber ich bin wirklich da für dich als Vertrauenslehrerin und ich verstehe dein Problem, aber... Nicht schwimmen zu können ist nichts Schlimmes. Du bist die Sportskanone schlechthin, der 12B. Und kein Mensch ist perfekt. Also es gibt Dinge, die kann man einfach nicht. Aber es gibt Dinge, die kann man auch lernen. Das heißt, wenn du bereit bist, das einfach zu lernen, dann kann ich dir auf jeden Fall dabei helfen. Ich meine, ich bin keine Sportlehrerin, aber schwimmen kann ich auf jeden Fall. Und das können wir auf jeden Fall zusammen üben. Und ich setze mich da auf jeden Fall für dich ein, weil ich, aber wie gesagt, merke, dass du in dich gekehrt bist. Und ich mag das so nicht, weil du bist eine ganz tolle Person und ich schätze dich wirklich sehr. Ja, aber das ist ja auch nicht das Einzige, was mich bedrückt. Sprich dich aus. Also. Es ist aktuell einfach sehr schwer mit Georg. Es ist sehr kompliziert und er ist komisch. Blick nach unten. Erstmal wieder. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen kann und wie er darauf reagieren würde. Sag nichts. Ostermann. Ja. Also. Nein, sie merkt doch, dass was ist. Also, Anastasia. Nein! Das gestern mit... Was? Mir gestern? Und Georg. Also... Was? Also, da war nichts. Gestern, da war nichts mit mir und Georg. Stopp. Nein, da war nichts. Wie da was war? Was war nichts? Nee, da war ja nichts. Ja, aber was war denn nichts? Was? Es ist ja nichts passiert. Anastasia, es ist nichts passiert. Aber es ist ja nichts passiert. Georg ist ihr Schüler. Ja, aber Anastasia, es ist nichts passiert. Was ist denn nicht passiert? Frau Ostermann, ich dachte, damit sind Sie jetzt fertig. Reicht das nicht? Nein. Der erste Versuch hat doch schon gereicht. Es ist nichts passiert. Na, reicht aber schon? Es gibt echt kein Ende bei Ihnen. Und Sie sollen Vertrauenslehrerin sein. Bitte hier. Nein! Das ist mein Freund! Ihr habt euch doch getrennt. Jetzt sagt sie, das ist mein Freund. Was denn jetzt, Anastasia? Hanna, schau dir das an. Das Bild, was wir gestern gemacht haben. Ich habe schon 20 neue Follower bekommen. Echt? Ja, und Kommentare wie, ihr seid voll die süßen Traumpaar und Liebe auf dem ersten Blick. Also, ich bin voll glücklich. Cool. Ja. Also, und jetzt Korb geben. Nicht falsch verstehen, ich mag dich wirklich gerne und ich bin einfach ein Genie. Ich dachte auch irgendwie eine Zeit lang, dass ich in dich verliebt bin. Aber ich glaube, wir sollten einfach lieber Freunde bleiben, weil mir die Freundschaft wirklich am Herzen liegt und in die Friendzone. Ja, ich glaube, das wäre das Beste. Ja. Ah. Okay. Erstmal gefriendzoned. Das hier ist alles nur Fake. Eine dreckige Scheinwelt. Alles nur Fake! Wie konnte ich nur denken, dass Hanna sich in mich verliebt? Ich meine, ich bin ein Niemand. Ein kleiner Gärtner, Hausmeister. Ach, ich hasse das hier alles am Nakoin. Am Nakoin, ich schwöre. Ich hab keinen Bock mehr am Nakoin.
Hey, Hanna. Hallo. Komm rein, ja. Hi. Hi. Tür zu. Okay, worum geht's? Ich habe mit Harald geredet und habe ihm gesagt, was ich wirklich empfinde. Nämlich? Ich meinte, dass ich ihn nur freundschaftlich mag. Okay, verstehe. Das war bestimmt nicht leicht. Ja, war schon schwer. Aber es ist sicher gut, wenn jeder weiß, woran er ist, wenn man einen reinen Tisch macht. Ich glaube, man muss ehrlich sein. Ja, es war schon die bessere Entscheidung auf jeden Fall. Also hast du Gefühle für jemand anderes? Hat sie. Oh. Du kannst mir doch jetzt hier nicht alles verbieten, Mann. Ein Bad im Pool kommt für dich gar nicht in Frage. Ich bin der Vater und ich trage die Verantwortung. Ich mochte den alten Georg. Ich habe mich in den alten Georg verliebt und nicht das, was du jetzt bist. Wer ist da? Hä? Was? Macht sie jetzt mit irgendwie ein Sexspielchen? Will sie jetzt Zeus zurückerobern oder? Ach Gott. Was hat Layla jetzt schon wieder vor? Ich bin gespannt. Und ja, ich sag mal, Anastasia kann ich ein bisschen natürlich verstehen. Er will nicht mehr so in dem Sinne der Alte sein, dass er dieser vielleicht so, sag ich mal, Schüchterne ist und so dieser Nerdige. Er will beliebt sein, dafür hat er so ein bisschen sein Image verändert, aber er sollte seinen Charakter nicht verändern. Das ist ein Unterschied, ob Charakter oder, ja, das ist ein Unterschied. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt noch 3 Folgen, meine Lieben. Folge 28, 29 und 30. 31 Mal wurde jetzt Rhino Shield erwähnt in 9 Folgen. Die letzten 3 Folgen kommen noch. Ich frage mich, ob wir die 40 erreichen. Ich bin gespannt. Hier an der Stelle noch zu sagen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen. Und in der Beschreibung ist natürlich Krass Klassenfahrt und Join auch verlinkt, wo wir jetzt die letzten 3 Folgen dann auch gleich schauen werden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn so ist, lasst einen Daumen nach oben, wie gesagt, da. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.